Didel di, didel da, eure Lesi Julesi ist wieder da. Zilli die Zauberin von Corky Paul und Valerie Thomas. Zilli die Zauberin wohnte in einem schwarzen Haus, tief im Wald. Das Haus war außen schwarz und innen schwarz. Die Teppiche waren schwarz, die Sessel waren schwarz, das Bett war schwarz und es hatte schwarze Laken und schwarze Decken. Selbst das Badezimmer war schwarz. In Zillis schwarzem Haus wohnte auch Zingaro, ihr Kater. Er war ebenfalls schwarz und das gab Probleme. Wenn Zingaro auf einem Sessel lag und die Augen offen hatte, konnte Zilli ihn sehen. Das heißt, sie sah seine Augen. Hatte Zingaro die Augen aber zu, weil er schlafen wollte, sah Zilli nichts mehr von ihm und dann setzte sie sich auf ihn. Wenn Zingaro auf dem Teppich lag und die Augen offen hatte, konnte Zilli ihn auch dort sehen. Das heißt, sie sah seine Augen. Hatte Zingaro die Augen aber zu, weil er schlafen wollte, sah Zilli nichts mehr von ihm und dann stolperte sie über ihn. Eines Tages, nach einem bösen Sturz, beschloss Zilli, etwas zu unternehmen. Sie schwang ihren Zauberstab und Abracadabra! Zingaro war nicht mehr schwarz, sondern grasgrün. Wenn Zingaro jetzt auf einem Sessel schlief, konnte Zilli ihn sehr gut sehen. Wenn Zingaro auf dem Teppich schlief, konnte Zilli ihn auch dort sehr gut sehen. Leider sah sie jetzt auch, wenn er auf dem Bett schlief. Zingaro durfte aber nicht auf dem Bett schlafen. Und darum schickte Zilli ihn nach draußen, auf die Wiese. Als Zingaro draußen auf der Wiese saß, konnte Zilli ihn nicht mehr sehen, obwohl er die Augen weit offen hatte. Zilli kam aus dem Haus gelaufen, stolperte über Zingaro, schlug 3 Purzelbäume und landete im Rosenbusch. Diesmal war Zilli wütend. Sie schwang ihren Zauberstab 5 hintereinander und Abracadabra! Zingaro hatte einen roten Kopf, einen gelben Körper, einen rosa Schwanz, blaue Schnurrbarthaare und 4 lila Beine. Nur seine Augen waren immer noch grün. Und jetzt sah Zilli ihn überall. Ob Zingaro im Sessel schlief, auf dem Teppich oder ob er durchs Gras schlich. Und selbst als er an die Spitze des höchsten Baums kletterte. Zingaro kletterte in die Spitze des höchsten Baumes, um sich zu verstecken. Er sah lächerlich aus und das wusste er. Sogar die Vögel verspotteten ihn. Zingaro war unglücklich. Den ganzen Tag und die ganze Nacht blieb er verschwunden. Als Zingaro am nächsten Morgen immer noch oben im Baum saß, machte Zilli sich Sorgen. Sie liebte ihren Zingaro doch und wollte nicht, dass er unglücklich war. Plötzlich hatte Zilli eine Idee. Sie schwang ihren Zauberstab und Abracadabra! Zingaro war wieder so schwarz wie vorher. Und schon kam er auch schon schnurrend vom Baum herunter. Zilli aber schwang ihren Zauberstab noch einmal und noch einmal und wieder und wieder. Und danach hatte sie anstelle eines schwarzen Hauses ein gelbes Haus mit einem roten Dach, einer roten Tür. Die Sessel waren weiß und hatten weiße und rote Kissen. Der Teppich war grün und hatte rote Rosen. Das Bett war blau und hatte rosa und weiße Laken und rosa Decken. Und das Badezimmer war schneeweiß. Seitdem kann Zilli ihren Zingaro immer sehen, ganz gleich, wo er auch sitzt oder schläft. Tüdelü,
Bis zum nächsten Mal, eure Lesi Jolesi.